Hallo zusammen. Heute gibt es einen Käsekuchen. Einen kleinen Käsekuchen mit 18 cm Durchmesser. Also wieder nur für zwei Personen. Das reicht voll auf. Mürbeteig habe ich immer eingefroren, deshalb zeige ich auch nicht, wie der gemacht wird. Und ansonsten das Rezept für den Käsekuchen mit den 18 cm Durchmesser. Genau richtig für zwei Personen. Und jetzt geht's los. Als erstes die Mürbeteigplatte, die gefrorene, aus dem Kühlschrank nehmen, Gefrierschrank, und dann auftauen lassen, antauen und den eiskalten Teig dann geschmeidig kneten. Und ihr seht, er lässt sich dann, wenn er eiskalt ist, auch ohne Mehl ausrollen. Ausstechen und in die Form einlegen, Ring drüber, festknallen und fertig und ab in den Ofen zum Vorbacken. In der Zwischenzeit die restlichen Zutaten zusammenwiegen, wieder natürlich alles vorbereiten, den Zucker, den Schmand oder auch saure Sahne könnt ihr verwenden und dann kommt noch der Quark, Magerquark oder wie hier 40%. Das ist euch selbst überlassen. Alles zusammen in eine Schüssel. Und dann kommt noch die Speisestärke bzw. die Weizenstärke dazu. Ihr könnt natürlich auch Puddingpulver nehmen und ganz besonders fein wird es mit einem Sahne-Puddingpulver. Aber ich verwende sowas nicht, weil da ist mir zu viel Chemie drin. So, und jetzt die Eier. Natürlich trennen, wir müssen Eiweiß schlagen. Die Eigelbe kommen zum Quark. Die werden dann später noch zusammengerührt, nachdem das Eiweiß geschlagen ist. So, und etwas kleine Prise Salz fürs Eiweiß und noch den Geschmack dazu, Vanillezucker. Bei Vanillepuddingpulver braucht man das natürlich nicht, aber die Zitronenzucker. Und wie ihr wisst ja, Zitrone und Vanillezucker stelle ich selbst her. So, und jetzt das Eiweiß erstmal anschlagen mit der Prise Salz und dann kommt die erste Rade Zucker dazu. Nie den ganzen Zucker auf einmal darunter schlagen, dann wird das Eiweiß nur schmierig und das wollen wir eigentlich nicht haben. Wir wollen ein schönes, lockeres, feines Eiweiß. Ich gebe meist Zucker auf 3 Raten dazu. Immer eins nach dem anderen, erstmal richtig durchschlagen und dann wieder die nächste Rade. Ja, und so habe ich jetzt ein wunderschönes Eiweiß zusammen. Und mit diesem Rührgerät kann ich jetzt lustig in die Quarkmasse eintauchen und diese zusammenrühren. Nie umgekehrt, weil sonst wird das Eiweiß nichts, das wisst ihr ja. Inzwischen ist auch der Mürbeteigboden vorgebacken, goldgelb. Das ist nötig, weil die Quarkmasse ist ja doch ziemlich feucht und somit kann auch der Boden dann nicht gut gebacken werden und er ist dann meistens teigig, beziehungsweise eigentlich immer teigig. So, und jetzt etwas Eiweiß unter die Quarkmasse und dann den Rest dazu. Eins nach dem anderen darunter rühren. Und mit dem Handrührgerät geht das wunderbar. Und dann kommt die Masse in die vorbereitete Form mit dem gebackenen Mürbeteigboden und ab in den Ofen bei 170, 180 Grad Umluft. Und nach etwa 10 Minuten, der Deckel vom Kuchen ist etwas leicht angebacken, wird er vom Rand losgeschnitten, damit er schön aufgehen kann und nicht kleben bleibt am Rand. Und hier seht ihr, wie wunderbar der gleichmäßig hochkommt. Er kommt jetzt raus, der Käsekuchen, und wird für ungefähr 5 bis 10 Minuten das Backen unterbrochen. Er kann wieder zusammenfallen, das wird er auch, das muss so sein. Und die Käsemasse kann somit nicht kochen und der Kuchen aufbrechen. Und oben haben wir eine wunderschöne glatte Fläche. Und jetzt nach etwa 30 Minuten
kommt er wieder raus, ist er fertig gebacken und ihr seht, wie wunderbar der aufgegangen ist. Dann natürlich bleibt das nicht so, er wird zusammenfallen und erst wenn er kalt ist, aus dem Form entfernen, sonst fällt er auseinander, der Kuchen, er ist doch dann ziemlich weich. Die Form entfernen, ausgekühlt, Boden, Papier runter und dann richtig voll auskühlen lassen noch, bevor er angeschnitten wird. Ja, und hier zeige ich euch, wie wunderbar der Boden gebacken ist, richtig schön keksig und knusprig. So soll es sein und so will ich das auch haben. Mit dem nassen Messer den Kuchen auseinanderschneiden, teilen. Heute ein Teil und morgen dann den zweiten Teil für zwei Personen. Wunderbar. Und hier könnt ihr dann mit gutem Gewissen sagen, ich habe einen Viertelkäsekuchen ganz alleine für mich gegessen. Tja, dann gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken. Und für das nächste Video fällt mir bestimmt wieder ein kleiner süßer Kuchen ein, den ich unbedingt für mich und natürlich auch für euch nochmals backen will aus meinem Rezeptbuch. Und das bekommt ihr ja, so wie ihr wisst, kostenlos zugesandt. Tja, dann tschüss!